Hallo, ich begrüße dich zu einer neuen Folge Bark gefragt. Schön, dass du mit dabei bist. In der heutigen Folge geht es um eine Krankheit, mit der ich sehr persönliche, leidvolle Erfahrungen gemacht habe, familiär. Eine Krankheit, vor der viele Menschen Angst oder mindestens Respekt haben. Es geht um Krebs. Allein im Laufe der Lebensspanne erkrankt jeder zweite Mensch an Krebs. 2019 war jeder vierte Todesfall hier bei uns in Deutschland Krebs. Und es gibt vier Krebsarten, die besonders häufig auftreten. Das sind Lungenkrebs, Brustkrebs, Darmkrebs und Bauchspeicheldrüsenkrebs. Wobei allein der Lungenkrebs jede fünfte Krebserkrankung ausmacht. Es ist aber gar nicht unbedingt angemessen, vor Krebs Angst zu haben. Denn es muss tatsächlich eine ganze Menge an unglücklichen Verkettungen im Körper stattgefunden haben, damit es wirklich zu einer Erkrankung kommt. Und deswegen lass uns einmal ganz allgemein darüber sprechen, was eigentlich passiert, wenn Krebs im Körper entsteht. Das sind nämlich Mutationen von Zellen, also eine Veränderung auf Zellebene. Denn bei der Zelle ist es so, wir brauchen eine Teilung, damit sich unser Gewebe erneuern kann, damit wir wachsen können. Das ist ein ständiger Prozess bei uns im Körper. Und dafür werden Kopien von Zellen erstellt. Und diese Kopien, die können auch mal schlecht ausfallen. Und dann kann zum Beispiel eine Zelle nicht ihre ursprüngliche Funktion ausüben. Und in aller Regel stirbt diese Zelle dann einfach ab. Oder unser Immunsystem reagiert und repariert diese Zelle oder schaltet diese Zelle eben aus. Beim Krebs ist es jetzt anders, denn da stirbt die entartete Zelle nicht ab und altert auch nicht mehr, sondern fängt jetzt an, sich fortan unkontrolliert zu teilen. Und dann entsteht eben ein Tumor bei uns im Körper. Viel wichtiger ist aber jetzt zu verstehen, wie du persönlich Einfluss nimmst. Denn es gibt zwei Ansätze, die du jetzt betreiben kannst. Zum einen dafür zu sorgen, dass möglichst wenig dieser mutationsfördernden Mechanismen im Körper entstehen. Und auf der anderen Seite zu schauen, dass dein Organismus, dein Immunsystem einfach stark genug sind, um eben entsprechend zu reagieren. Denn das ist ganz wichtig, sich klarzumachen. In unserem Körper entstehen ständig Mutationen. Das ist natürlich. Das ist normal, wenn sich eine Zelle teilt und mal eine Kopie nicht so gut wird. Und in aller Regel kann unser Organismus das eben auch über Enzyme selber regulieren. Lass uns doch als allererstes einmal darauf schauen, welche Faktoren du unbedingt vermeiden solltest, weil wir einfach eindeutig aufgrund von wissenschaftlichen Forschungsergebnissen wissen, dass dadurch im Körper auch begünstigende Prozesse für Krebs entstehen. Und dazu darf man als allererstes auf Tabakkonsum hinweisen. Es gibt viele Forscher, die sagen, dass Tabakkonsum für 25% aller Krebserkrankungen verantwortlich ist. Also jede vierte Krebserkrankung. Und wenn wir dann noch mal genauer auf Lungenkrebs schauen, dann wissen wir, dass das eine viel, viel höhere, über 90%ige Wahrscheinlichkeit ist für Menschen, die eben rauchen oder geraucht haben. Als nächstes ist Alkohol zu nennen und da insbesondere hochprozentiger Alkohol. Denn wir wissen, dass dieser eine mutationsfördernde Eigenschaft hat. Darüber hinaus hat Strahlung einen großen Einfluss. Wer zum Beispiel viel fliegt oder häufig bildgebende Verfahren einsetzt, die teilweise auch in der modernen Medizin eingesetzt werden, hat eine höhere Strahlenbelastung. Und deswegen darf auch an der Stelle ganz genau geschaut werden, diese modernen medizinischen Verfahren bedarfsgerecht einzusetzen. Außerdem gibt es genetische Faktoren und das ist im Prinzip das, was du von deinen unmittelbaren Vorfahren mitbekommen hast, also von deinen Eltern, von deinen Großeltern. Und hier gibt es natürlich auch bestimmte Genkonstellationen, die Krebs begünstigen. Wenn du also beobachtest, dass in deinem familiären Umkreis häufiger Krebserkrankungen auftreten,
dann ist es vor allen Dingen wichtig zu schauen, wo du für dich ganz persönlich Einfluss nehmen kannst, um dein Risiko, das zwar genetisch besteht, durch deinen eigenen Lebensstil wieder abzumildern. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen außerdem, dass häufiger Verzehr von rotem Fleisch offensichtlich einen Einfluss auf die Entstehung von Darmkrebserkrankungen hat. Und zuletzt ist es offensichtlich noch Übergewicht, das einen Einfluss auf die Entstehung von Krebserkrankungen hat. Zumindest gibt es in der Wissenschaft darauf Hinweise. Während du also jetzt weißt, was du unbedingt vermeiden solltest, geht es natürlich in der Folge darum, was du für dich vor allen Dingen auch tun kannst, wie du dein Immunsystem unterstützen kannst und deinen Körper insgesamt darüber auch deutlich leistungsfähiger machst. Und an erster Stelle ist hier Bewegung zu nennen. Denn es gibt zahlreiche Untersuchungen, die zeigen, dass Bewegung wie eine Polypill für unseren Körper ist. Das bedeutet, dass sie wie ein Medikament deinen gesamten Körper unterstützt, nur Wirkung ohne Nebenwirkung. Und das ist ja das, was wir uns eigentlich wünschen. Und dabei wird eben auch dein Immunsystem leistungsfähiger und kann sich im Zweifelsfall immer besser verteidigen. Außerdem spielt deine Ernährung eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Und vielleicht hast du schon mal diesen Satz gehört: Eure Lebensmittel sollen eure Heilmittel sein und eure Heilmittel eure Lebensmittel. Dahinter verbirgt sich eigentlich nur, du bist, was du isst. Und wenn du gute Nahrungsmittel, frische und unverarbeitete Nahrungsmittel isst, dann kannst du damit dein Wohlbefinden und deine Leistungsfähigkeit erheblich steigern und damit natürlich auch dein Immunsystem stärker machen. Und hier sind vor allen Dingen Lebensmittel hervorzuheben, die eine stark antioxidative Wirkung haben. Und die findest du vor allen Dingen in Gemüse wie Zwiebeln, Knoblauch oder in Obst. Und auch Kurkuma scheint einen sehr, sehr positiven Effekt zu haben. Außerdem ist noch Vitamin D3 hervorzuheben. Und Vitamin passt eigentlich gar nicht so richtig gut in diesem Zusammenhang. Denn Vitamin D3 ist eigentlich vielmehr ein Hormon, das an über 1000 Stoffwechselvorgängen beteiligt ist. Jetzt würden wir im ersten Moment denken, dass wir das vor allen Dingen über unsere Nahrung aufnehmen können. Aber Vitamin D3 kann der Körper selber produzieren, wenn wir beispielsweise unsere Haut dem Sonnenlicht aussetzen. Und genau darin besteht das Problem, dass viele Menschen in unseren Breitengraden einen Mangel dafür haben, weil wir immer häufiger lange Kleidung tragen, mit der wir wirklich die ganze Haut abdecken. Wir insbesondere in den Zeiten, in denen die Sonne scheint, oft im Büro und in geschlossenen Räumen sitzen und damit auch wenig von der Sonne abbekommen und dadurch einfach unseren natürlichen Bedarf nicht decken können. Deswegen kann ich dir auch an der Stelle die ganz persönliche Empfehlung geben, die Eigenschutzzeit deiner Haut auszunutzen, um dich eben der Sonne auszusetzen. Und das vor allen Dingen in der Zeit zwischen 10 bis 14 Uhr, wo einfach auch die Sonne den günstigsten Einstrahlungswinkel hat. Und Achtung, damit meine ich nicht, dass du stundenlang exzessiv in der Sonne rumhängst und die Sonne anbetest, sondern wirklich deine persönliche Eigenschutzzeit aufgrund deiner Haut und Haarfarbe für dich nutzt. Jetzt weißt du also, wie du diese mutationsfördernden Mechanismen im Körper absenken kannst und gleichzeitig dein Immunsystem unterstützen kannst. Und trotzdem, es gibt keine Gewissheit auf Gesundheit. Es ist auch nicht so, dass du dich am Ende, wenn du mal betroffen sein solltest oder du jemanden kennst, der betroffen ist, dafür vollumfänglich verantwortlich fühlen musst. Am Ende ist es leider auch, und es ist so schlecht, diesen Begriff zu verwenden, aber er ist zutreffend, ein bisschen Glücksspiel da drin. Selbst wenn also Menschen über Jahre Kette geraucht haben, erhöhen sie allenfalls ihr Risiko, aber müssen deswegen nicht zwingend an dieser Krankheit erkranken. Genauso ist es für jemanden, der sich für seine Gesundheit engagiert, kann es eben in einem unglücklichen Zufall dazu kommen, trotzdem daran zu erkranken. Aber am Ende bleibt die Gewissheit, dass du mit deinem eigenen Engagement und mit deinem ganz persönlichen Beitrag dein Risiko senkst und vor allen Dingen deine Lebensqualität massiv steigern kannst. Und dabei wünsche ich dir jetzt viel Spaß.